Sie sind verzweifelt, voller Unruhe weit weg. Und die Behörden interessiert ihr Leid ein Dreck. Man hat verboten, dass sie nach den Liebsten sehen, wegen Corona, doch sie können es nicht verstehen, dass man sie draußen ein- und aussperrt, geht zu weit. Es quälen Ängste, Sehnsucht, es verrinnt die Zeit. Er sitzt seit Wochen auf dem Sessel und schaut raus. Allein zwar nicht, aber sein Heim ist kein Zuhause. Versorgt, gesäubert und kriegt Speis und Trank, hört ab und zu auch ein paar Worte, Gott sei Dank. Seit Corona kam nicht einer zu Besuch. Er sitzt am Fenster, in der Hand ein Taschentuch. Sie liegt im Bett, dass sie mal aufstand, ist was her. Es ist sehr mühevoll, die Beine voll nicht mehr. Sie grübelt, wenn sie einfach da liegt, vor sich hin. Sucht irgendwo nach dem verlorenen Lebenssinn. Und ehe sie ihn entdeckt, konnte, schläft sie ein und ist dann wenigstens im Traum nicht mehr allein. Sein Leben nimmt er nicht mehr wahr, als schwer, als leicht. Hätte er ein Ziel, er wüsste nicht, ob er's erreicht. Er was registriert, sieht man an seinem Blick. Allein zu essen, dazu fehlt ihm das Geschick. Vermutlich kann man noch erkennen, wenn's ihm schmeckt, wenn seine Zunge über seine Lippen leckt. Sind die Enkel, ihre Tochter und ihr Sohn? Lang her das letzte Mal, wo ein paar Wochen schon. Telefonieren kann sie inzwischen auch nicht mehr. Der letzte Anruf ist eine Ewigkeit schon her. Aus dem Zimmer raus kann sie längst nicht mehr gehen. Und was die Pflegerinnen sagen, kaum verstehen. Seit ein paar Wochen er so nah am Fenster sitzt. Ob er noch spürt, wenn er mal friert oder mal schwitzt. Schon lange, dass er keinen Menschen mehr erkennt. Versteht es nicht, wenn einer sagt, er sei dement. Wenn einer kommt, um ihn zu füttern, merkt das schon. Tag ein, Tag aus geht es so weiter monoton. Ist ja hier nicht ganz allein, das weiß sie noch. Man kümmert sich um sie nur, einsam ist sie doch. Denn all die Lieben ihres Lebens fehlen ihr sehr. Sie dürfen seit Corona nicht mehr zu ihr her. Sie starrt mit Tränen in Augen auf die Wand, vermisst ein liebevolles Streicheln auf der Hand.
sitzt am Fenster, aber schaut nicht mehr hinaus. Sein Blick ist leer ins Nirgendwo, starr geradeaus. Er ist schon kühler, doch nun kann er nicht mehr frieren. Ist unterwegs und hat schon nichts mehr zu verlieren. Ein Abschied ohne Händedruck, ein Liebeswort. Auch wenn er noch im Sessel sitzt, jetzt ist er fort.